Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr, außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht bin ich zu naiv für alles. Ja, das will ich an der Stelle gar nicht bestreiten. Aber wie kommen wir denn von, es ist nicht eure Schuld zu, ach, wir könnten ja mal hier Bettdauerstresstest-Belastungstests oder so durchführen. Ja? Nein? Vielleicht? Ich habe absolut keine Ahnung. Frage Nummer 2. Muss ich sowas zensieren? Gute Frage. Nein, ich glaube, man hat nicht zu viel gesehen. Das heißt, ich glaube, das kann ich eigentlich so lassen, theoretisch. Muss ich vielleicht gucken, bevor ich die Folge raushaue. In dem Sinne, ja, den Rest der Fragen, bis ich die sortiert habe, da sitzen wir in 2 Stunden noch vor diesem Fragen-Auswahlbildschirm. Das heißt, oder vor diesem Aussage-Dialog-Optionen, wie auch immer, auf jeden Fall. Wir sie mir nicht warten lassen. Das klicken wir am Ende an. Ich muss etwas erledigen. Nee, wir machen erstmal die Frage 2 und 3. Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Dazu müsste ich euch untersuchen. Es kann durchaus sein, dass euer Gedächtnis von allein zurückkehrt. Wie groß ist die Chance? Das ist schwer zu sagen. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, was den Gedächtnisverlust ausgelöst hat. Tja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Geralt, können wir gehen? Immer mit der Ruhe. Eine Frage habe ich noch zum Diebstahl. Der Diebstahl. Welche Folgen könnte er haben? Die meisten Zauberer und Herrscher würden ihre habgierigen, machthungrigen Seelen verkaufen, um an diese Mutagene zu kommen. Nur ein Meister der arkanen Künste kann etwas mit diesem Wissen anfangen. Von ihnen gibt es nicht mehr viele. Was ist mit wohlhabenden Kaufleuten, Herzögen, Königen? Vielleicht. Alles ist denkbar. Aber wir vergeuden nur Zeit mit derlei Spekulationen. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt. Geralt, können wir gehen? Ich denke, wir haben soweit alles. Wir haben alles erfüllt. Wir haben alles abgehakt. Nö, dann sollten wir Wesimir nicht warten lassen. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, steht noch eine Beerdigung im Haus. Oder vorm Haus. Wir sollten Wesimir nicht warten lassen. Dann kommt. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küstenklima. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss.
Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Zur Hölle. Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Der Idiot, wie er halt sofort voll... Ach, du Schande. Wieso habe ich denn eine ganz komische Waffe? Ah, geht weg. Lasst mich, verschwindet. Wo läuft denn alle hin? Bleibt hier. Ja, das kann's doch nicht sein. Heißt, ich wollte doch bloß hier vorbeireiten und dann wieder sowas. Was war denn das? Magie, sicherlich. Die Bestie. Geralt, seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Ted Deriad, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Hen Ichea, aus einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wir haben ganz viele Fragen, aber was ich kurz anmerken wollte, wie die Dame sagt, oh, hoffentlich hat der Junge keine Schmerzen. Oder dem Jungen geht's bestimmt gut, irgendwie so in die Richtung, und er liegt im Hintergrund und krümmt sich vor Schmerzen. Nein, nein, ihm geht's ganz bestimmt gut, er hat bestimmt keine Schmerzen. Nee, nee, wie kommst du denn auf sowas? Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg.
In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Ich meine, wir machen ja kein Geheimnis draus, weswegen wir hier sind. Sie haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Ah, diese dreckigen Hunde werden tatsächlich immer unsympathischer. Und damit meine ich nicht nur die Grünen draußen, sondern auch die mit den Salamanderabzeichen. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Das bestimmt, aber wir müssten erstmal wieder einen finden. Und die Zauberin, die wir bisher gesprochen haben, die war da auch nicht so zuversichtlich. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran-Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Das könnte wahrscheinlich ein bisschen dauern, wenn diese Hundemeute, diese Geisterhundemeute, jeden Tag, weil er sie jede Nacht angreift. Was ist denn eigentlich noch mit dem kleinen Jungen? Und was wird aus Alvin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nö, wir sind soweit fertig. Mit unserer Befragung, nein, mit unserem Gespräch natürlich. Wir sprechen uns noch. Der arme kleine Junge. Ganz viele neue Einträge, da werden wir gleich mal reinschauen. Jetzt wollte ich irgendwas auch sagen, genau, wir können hier aus den ganzen Hunden erstmal die... der Typ. Oh, ich mach das Tor auf und fange dann sofort Feuer von den Hunden. Oh, dieser Kerl. Hier hinten liegen noch Überreste. Wo haben die da eine Wache erwischt? Ich glaube schon. Nochmal zwei Münzen. Ich glaube, man kann das Tor ist jetzt verschlossen. Wenn man da durchschaut, sieht man draußen noch die Blutlache und die Überreste von dem Mädchen, was mit dem kleinen Kerl angereist ist, angekommen ist, wie auch immer. Ja, also... Eigentlich läuft man hier bloß vorbei, rein zufällig. Und irgendwelche Geisterhorden tauchen auf, zerfleischen die Leute. Ein Junge mit irgendwelchen Elfenprophezeiungen, keine Ahnung, was man da zuerst sagen, machen oder denken soll. Hoppala, Lagerfeuer entzünden, der Meditationsmodus. Ja gut, alles klar. Meditieren am brennenden Lagerfeuer. Das Feuer wird sich selbstständig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstein verfügt. Da haben wir, glaube ich, schon welche. Oder wir können das Zeichen wirken. Aber ich glaube, wenn wir drin jetzt mit Feuer anfangen, dann, also irgendwie Feuer herzaubern, noch können wir das ja nicht. Mögen die uns, glaube ich, nicht unbedingt, wenn wir auf einmal irgendwie so, keine Ahnung, Feuerfontänen aus dem Handrücken rausschießen lassen oder so. Nee. Das ewige Feuer beschützt keine Sünder. Tut Buße. Was für ein ewiges Feuer und was für Buße. Ich versuche hier, Hilfe vom Orden der Flammenrose, mich mit irgendjemandem zu unterhalten. Hier haben wir das Gasthaus. Ja, was ist denn jetzt der nächste Schritt eigentlich? Die Tore sind abgeschlossen. Das heißt, momentan bleibt uns erstmal nichts weiter übrig, als einmal hier auf die Karte zu schauen. Die ist natürlich schon wesentlich größer als das Prologgebiet, selbstverständlich. Und einmal hier in den Questlog zu schauen, weil wir sind hier nochmal in die ganzen Tutorial-Sachen und so weiter. Hier, das kann man dann in großen... Abständen nochmal oder in kleinen Abständen kam nochmal sehr viel Text, oder sehr viel großer Text. Nein, das macht keinen Sinn. Sehr viel Wissen dazu. Genau, und hier diese Prophezeiung. Ja, das hat der kleine Junge eben schon zitiert und ich weiß nicht, wie wir jetzt auf einmal auf Zwerge kommen, aber anscheinend haben wir irgendeinen Glossareintrag über Zwerge erhalten und ich weiß nicht woher, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier haben wir nochmal die Zutaten. Formelmedizin für Triss, ja, den haben wir schon hergestellt. Das ist ja bloß einmalig, glaube ich. Steht nicht dabei, aber da Triss war wieder gesund ist, genau. Und hier, also genau in Bezug auf, werden wir das wahrscheinlich nicht mehr anwenden müssen. Und hier die weiße Möwe, hier, da, ach so, genau, halt quasi die starke Alkoholbasis, wenn ich es richtig verstanden habe. Mischung aus Zutaten, ist ein Grundstoff, um starker Alkohol sein, aber ich glaube, die weiße Möwe war dann für fortgeschrittene
Zauber, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Hier haben wir ganz viele Fässer, aber das Problem ist, glaube ich, wenn die Leute uns hier beim Bedienen erwischen, dann kriegen wir, glaube ich, bloß auf die 12. Also das heißt, wir können oder sollten uns hier erstmal nichts nehmen. Kann ich denn hier mal mit irgendjemandem noch sprechen? Mit den Reisenden zum Beispiel? Hier gefällt's mir nicht. Die Leute wirken merkwürdig. Ja, das liegt an meinen Haarfarben. Ich bin ja auch, oder meine Haarfarbe, ich bin bald wieder weg. Möglicherweise habe ich von eurer Bruderschaft gehört. Dann bist du mir mal einiges voraus, weil ich habe keine Ahnung, was du meinst. Was ist mit dem hier? Aber nochmal schnell, damit ich das verstanden habe. Hier draußen laufen irgendwo Massen von irgendwelchen Geistern und irgendwelchen blutrünstigen Viechern rum. Ich kann durch die Palisade durchgucken und der legt sich da hin und schläft in aller Ruhe. Also, ich sag's ganz ehrlich, in meinem Fall würde schon reichen, wenn da bloß so ein Viech durchguckt und ich würde die Augen aufmachen beim Schlafen, würde hingucken. Ich würde wahrscheinlich den Herzinfarkt meines Lebens kassieren und das ohne Wenn und Aber und komplett ohne. Du ekelhafter Bauer. Ist ja ekelhaft. Ich rede hier gerade über irgendwelche Schockmomente und der pisst hier einfach an den Pfahl. So ein ekelhafter Knecht. Also sehr da. Unverschämtheit. Söldner. So, wo ist der Trunkenbold hin? Ist er schon wieder ins Gasthaus? Ich glaube schon. Man kann nie wissen, wann die Bestie auftaucht. Das stimmt. Das Leben in der Armee ist hart. Du bist doch Söldner, das ist doch keine richtige Armee, Junge. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Ich würde mich ja jetzt gerne als Steuereintreiber ausgeben, um mir irgendwas an Geld zu kassieren, aber ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Zeigt mir eure Ware. Probieren wir es auch erstmal hier mit. Der Kräuterkundige, der kann uns bestimmt irgendwas verkaufen. Wir können ihm auch was verkaufen und zwar unser Essen für drei Münzen, eins und ein. Das ist ja nix. Okay, gut, also wir haben sehr wenig Möglichkeiten, ihm was zu verkaufen. Steht dabei, wie viel Geld er selber hat? Nee. Also scheint er unbegrenzt Geld zu haben, so wenn ich das richtig verstanden habe und er selber verkauft. Tafelwasser, das können wir ihm nicht verkaufen für drei Himbeeren, ein paar Früchte halt, ein paar Kräuter als Kräuterkundiger. Oder als Kräuterkundler, wie auch immer. Und hier genau Bücher für Kräuterzutaten. Also wissen, dass wir uns aneignen müssen, bevor wir die Dinger sammeln können. Ach, oh. Ja, genau, 200 Münzen. 300 Münzen. Unterirdische Pflanzen und Feldpflanzen. Ja, genau. Einfach. Ich habe 18 Münzen. Wenn ich dir hier mein ganzes Zeug verkaufe, kommen wir vielleicht auf 30 oder 35 Münzen. Ich müsste jetzt vielleicht erstmal nachrechnen, aber ich kann jetzt vielleicht so 40 Münzen anbieten und ein paar Waffen, die ich am Gurt trage. 500 Münzen für zwei Bücher, du hast doch komplett den... Was? Ich werde es jetzt nicht sagen, aber man kann sich, glaube ich, denken, was er offen hat. Und zwar mindestens an drei Stellen. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, okay, jetzt wir schlucken erstmal diese horrenden Preise runter und... Schau mal, was der noch ein bisschen an Hintergrundinformationen für uns hat. Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Ja gut, aber erstens, sind wir Hexe, was er eigentlich erkennen müsste. Und zweitens gibt es einen Unterschied aus, ich sag mal in dem Sinne, dass man weiß als Hexer, dass man nicht krank wird und jemanden, der sie das nur einredet. Aber gut, da bin ich auch voll und ganz überhaupt nicht fit auf dem Gebiet Pest und Seuche und sonst irgendwas. Wie wär's denn mal mit der Bestie? Ich meine, wenn die hier rumläuft, die kann man sich doch bestimmt irgendwie für eine saftige Belohnung, ne, schnappen, sage ich mal. Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was?